meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video, in dem ihr mich mal wieder nicht sehen könnt. Passiert ja äußerst selten, aber ich habe heute keinen Good Hair Day und außerdem will ich euch was demonstrieren und das kann man halt besser, wenn man mich nicht sieht, sondern nur meinen Tisch. Und deswegen fange ich auch gleich mal an. Es ist ein Mädchenkram-Video, ihr erinnert euch sicher daran, dass ich vor einigen Monaten mal diese Ringe vom Rico Design vorgestellt habe. Da gibt es ein Video zu, das werde ich mal... Muss ich mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert. So, hier werde ich das Video mal verlinken. Und da habe ich euch diese ganzen Ringe hier vorgestellt. So, mittlerweile gibt es etwas Neues. Und das möchte ich euch gerne zeigen, denn ihr habt ja in letzter Zeit, oder ihr habt überhaupt generell schon mal mitbekommen, dass ich ja auch einen unheimlichen Uhrentick habe. Ich liebe Uhren und habe mich wahnsinnig gefreut, als ich entdeckt habe, dass es diese Uhren jetzt auch vom Rico Design gibt. Und die möchte ich euch gerne zeigen. Ich überlege gerade mal. Nee, ich zeige euch erstmal die Uhr an sich. Weil ich glaube, das ist irgendwie der schönere Effekt, als wenn ich euch jetzt so ein Prospekt in die Kamera halte. Wenn ihr die Uhr bestellt, dann sieht sie erstmal so aus. Ich muss mal gucken, ich zoome euch das mal kurz ein wenig ran. So ist das Zifferblatt. Das gibt es auch noch in Schwarz. Das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Das ist also eigentlich jetzt nur dieses Uhrwerk. Kann man jetzt so ähnlich sehen wie den Ring. Der Ring sieht ja so aus. Wenn keine Aufsätze darauf wären, wäre der Ring ja einfach nur so ein Rohling. Und genau so müsste praktisch dieses Uhrwerk auch betrachten. Als Rohling, auf den man jetzt einige Sachen aufbauen kann. Wenn dieser Rohling geliefert wird oder aber wenn ihr den auch irgendwo im Laden kauft, wir haben ja hier bei uns in der Nähe so ein Geschäft, da gibt es den auch oder gibt es die Sachen auch, dann müsst ihr diesen dünnen Kunststoffring, der da drum ist, das war cool, ich habe hier immer so Probleme, wenn ich so über Kopf filme, den müsst ihr abmachen, den könnt ihr nicht gebrauchen. Mitgeliefert wird aber immer ein etwas breiterer Ring, der sieht so aus und den müsst ihr auch darauf machen. Ich werde jetzt diese Uhr hier nicht komplett zusammenschrauben, denn ich habe festgestellt, also man braucht da schon so ein bisschen Übung für. Ich muss mal eben hier kurz, genau, die war jetzt noch ganz neu. Als erstes müsst ihr auch diese, also ihr könnt die Uhr natürlich erstmal stellen und dann müsst ihr dieses Ding auch reindrücken, damit die Uhr auch läuft. Und wenn das Ding drin ist, macht ihr dieses etwas breitere Gummiband praktisch so einfach darüber. Ja, und dann gibt es die verschiedenen Aufsätze. Ich habe da schon mal was vorbereitet, weil ich habe gerade schon gesagt, es ist am Anfang, es ist aber bei den Ringen bei mir genauso gewesen. Es ist ein bisschen fummelig, weil man ja die Aufsätze da so draufschrauben muss und das funktioniert nicht immer. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vor der Kamera hinkriegen würde, deswegen habe ich einfach mal eine Uhr schon zusammengeschraubt, die ich euch gleich auch zeige. Aber ich kann euch ja ohne Zusammenschrauben einfach mal zeigen, wie das ungefähr aussehen würde. Als erstes würde ich ja, glaube ich, mal das Band da drum machen. Es gibt verschiedene Bänder. Ich zeige euch da auch mal mehrere von. Nehmen wir mal dieses Breite. Diese Bänder gibt es auch in verschiedenen Breiten. Das mache ich jetzt auch nicht daran. Das ist auch ein bisschen Fummelei, ist aber eigentlich ganz gut erklärt. Man muss normalerweise hier diesen kleinen Pinöppel nur so ein bisschen zur Seite schieben und kann dann das Band an beiden Seiten so reinschieben. Das würde dann in dem Fall so aussehen. Genau, das zeige ich euch jetzt mal einfach. Ich lege euch das einfach nur mal so hier hin, weil sonst würde das Video zu lange dauern. Ja, jetzt klingelt mal wieder das Telefon, aber ist egal. Da müsst ihr erstmal immer so einen großen Ring haben, der dann praktisch auf dieses ganze Gestell draufkommt. Und darauf könnt ihr noch zwei andere Ringe aufbauen. Einer, der so ein bisschen kleiner ist oder so halb, nur wie dieser. Und jetzt gucke ich gerade mal, was farblich so ganz schön passt. Schauen wir mal, was wir hier noch so... Habe ich farblich passend keinen hier. Aber man könnte den hier auch drauf machen. So könnte die Uhr dann am Ende aussehen. Und hier habe ich mal eine, die ich schon zusammengeschraubt habe. Hier seht ihr auch, dass das ein schwarzes Zifferblatt ist. Es ist auch ein anderes Band. Das ist in so einem schwarzen Kroko-Material. Und das ist halt wie so ein bisschen so wie Wildleder. Und es gibt die Bänder auch noch schmaler, da habe ich auch diese beiden mal. Und es gibt sie sogar noch schmaler. Das ist natürlich jetzt Geschmackssache, aber also meine Mutter zum Beispiel trägt lieber diese schmalen Bänder, deswegen hat sie sich die gekauft, aber ich wollte euch die wenigstens auch mal zeigen. Aber so sieht die Uhr dann praktisch am Ende aus. Und davon gibt es ganz, ganz, ganz viele Aufsätze, natürlich wie bei den Ringen auch. Da kann ich euch auch mal ein paar zeigen, die ich jetzt hier so habe.
Ich lege euch die einfach mal hier so hin. Also ihr müsst immer sehen, zusehen, dass ihr halt einen so einen ziemlich großen Ring habt und da drauf dann einfach irgendwas anderes. Das oder zum Beispiel könnte man jetzt auch sehr schön hier, weil das ist halt ein schwarzer Holzring, dann so ein silberner und dann der mit den Steinchen. Oder welchen ich auch total schön finde, das ist der hier mit der Blume. Den könnte man natürlich auch gut hier drauf legen. Also ihr seht schon, ihr könnt genauso toll die Ringe zusammen, die Uhren zusammenstecken wie auch die Ringe. Und das finde ich so klasse. Vor allem kann man natürlich dann sich auch die Uhren passend zu den Ringen machen. Zum Beispiel so würde das auch total toll aussehen, finde ich. Und es gibt diese Ringe auch in viereckig. Das ist ja dann kein Ring, das ist dann einfach eine viereckige Platte. Darauf kann man dann aber natürlich auch aufbauen, entweder so. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Uhren dann zusammenzustellen. Hier habe ich nochmal so in Türkis und hier nochmal so in Grün. Hier fehlt natürlich jetzt noch ein größerer, aber ich habe die jetzt einfach mal so zusammengelegt. Hier könntet ihr zum Beispiel auch die Uhr, habe ich ja zusammengeschraubt, da wird das natürlich auch toll aussehen mit diesem türkisfarbenen kleinen Ring darüber. Dann passt das farblich besser zu dem großen. Ja, so ungefähr müsst ihr euch die Uhren vorstellen. Ich habe jetzt hier auch nochmal Prospekte, zwei Stück. Hier könnt ihr dann auch nochmal verschiedene Farbkombinationen sehen. Und diese Sachen gibt es halt alle. Jetzt kann man das natürlich an so einem Prospekt wirklich schwer zeigen. Deswegen verlinke ich euch auch hier nochmal ein Video. Das ist direkt von Rico Design. Die haben da so ein Video zusammengestellt, wie man halt die Uhren zusammenstellen kann. Hier seht ihr übrigens auch diese ganz schmalen Bänder. Also mein Geschmack wären die jetzt nicht, die wären mir zu fein. Ach genau, hier seht ihr nämlich die drei verschiedenen Größen auch. Das sind die Breiten, die ich jetzt halt hier habe. Das sind die mittleren, die ich auch da liegen habe, die ich euch gerade gezeigt habe. Und halt die ganz dünnen. Und ja, ich finde halt die Uhren total klasse, weil die so zusammenstellbar sind, wie eben auch die Ringe. Und ich liebe die. Und die bei den Ringen war es ja immer schon so, dass mich ganz viele Leute immer angesprochen haben, boah, was ist das für ein cooler Ring? Und bei den Uhren ist das genauso. Man wird wirklich ständig darauf angesprochen, woher man diese Uhr denn hat. Und vor allem, wenn man am nächsten Tag dann eine andere Uhr umhat, dann denken immer alle, man hat 20 Uhren. Dabei ist es eigentlich immer nur eine Uhr. Also entweder halt die weiße oder die schwarze und die dann in verschiedenen Designs zusammengestellt. Ja, ansonsten verlinke ich euch, oder habe ich wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit hier oben den Namen hingeschrieben, von Karins Lecce. Das ist ein Shop, bei dem ihr diese ganzen Sachen natürlich auch bekommt. Da hatte ich auch damals einige von meinen Ringen her, da habe ich jetzt auch ein paar Aufsätze her. Vielleicht gibt es natürlich auch einen Laden bei euch in der Nähe, aber sonst im Internet kann man sowas natürlich auch super leicht bestellen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, wie ihr diese Uhren findet, ob ihr die selber auch schon vielleicht sogar habt. Und dann wollte ich noch mal was sagen. Ich habe hier nämlich noch so ein Prospekt. Also diese Teile werde ich mir garantiert auch zulegen, weil ich die total klasse finde. Es wird demnächst auch Ketten geben mit diesen Charms. Oder besser gesagt, es gibt schon Ketten von Rico mit Charms. Die sind aber so klein. Und ich glaube, diese Big, wenn ich mich jetzt nicht täusche, diese großen Anhänger, die wird es jetzt bald auch geben. Ich weiß nicht genau wann. Aber die werden auch irgendwann kommen und die finde ich total klasse, weil ich trage ja lieber so lange Ketten. Und dann finde ich das schöner, wenn man eine lange Kette anhat und dann wirklich so einen dicken, fetten Anhänger da dran und nicht nur so einen kleinen zierlichen. Und deswegen finde ich die total klasse. Also da habe ich mich schon direkt mal hier so zum Beispiel in dieses Herz verliebt. Das ist so schwarz mit bunten Steinchen. Das sieht einfach total klasse aus. Mal gucken, wenn ich mir so eine Kette kaufe, ob ich dann auch ein Video dazu mache. Das weiß ich jetzt noch nicht. Erstmal wollte ich euch auf jeden Fall diese Uhren zeigen. Ja, und wünsche euch mal viel Spaß beim Zusammenschrauben. Wie gesagt, am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade das kleine Ding hier so drauf zu kriegen. Aber ich habe es geschafft und ihr werdet das dann auch schaffen. Nur, man braucht da vielleicht so ein bisschen ruhiges Händchen zu und ein bisschen Zeit. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird das schon klappen. Okay, das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.